Amalgam, was ist das überhaupt? Eigentlich handelt es sich um ein Gemenge von verschiedenen Metallen in Quecksilber. Das heißt, ein Amalgam ist das Gefährliche, das enthaltene Quecksilber. Quecksilber ist per Definition ein Gift. Warum ist dieses enthaltene Quecksilber für den Menschen so schädlich? Weil Quecksilber bei normaler Raumtemperatur eigentlich als Flüssigkeit vorliegt. Und bereits bei 53 Grad, das heißt, wenn man einen warmen Kaffee trinkt, gasförmig wird und so sogar über die Nase direkt ins Gehirn gelangen kann. Haben wir Amalgam im Mund, nehmen wir täglich in Abhängigkeit von unserer Nahrung, von der Temperatur der Nahrung, vom Säuregehalt, wesentlich höhere Mengen an Quecksilber auf, denen wir uns nicht entziehen können. Aufgrund der zunehmenden Umweltbelastungen sollte man natürlich permanente Quecksilberquellen aus dem Mund entfernen. Dabei ist es wichtig, dass man bei der Entfernung nicht noch mehr Quecksilber entweder in den Verdauungstrakt oder direkt durch die Verdampfung ins Hirn bekommt. Deshalb sollte man bestimmte Schutzmaßnahmen einhalten. Zum einen gegen das Verschlucken, das Anlegen eines Kofferdamms. Zum zweiten, dass kein gasförmiges Quecksilber direkt ins Hirn kommt, das Anlegen einer Sauerstoffsonde und, was extrem wichtig ist, eine sogenannte spanabhebende Fräse, die große Brocken aus der Füllung herausschlägt, sodass die Gesamtoberfläche, aus der Quecksilber verdampfen könnte, möglichst klein gehalten wird. Genauso wie das Quecksilber vom Patienten verschluckt wird, gelangt es natürlich auch in die Dentinkanälchen des Zahnes und reichert sich da an. Aus diesem Grund sollten prinzipiell für ein halbes Jahr bis ein Jahr sogenannte Zementfüllungen gelegt werden, damit das vorhandene Quecksilber ausdampfen kann und sich im Zement anlagern. Auf keinen Fall sollte meiner Meinung nach sofort eine Kunststoffversorgung erfolgen, da dann das vorhandene Quecksilber im Zahn gehalten wird. Nach entsprechender Ausleitung und Bestimmung eines für den Patienten geeigneten Füllungsmaterials kann nach dieser Zeit eine sinnvolle Versorgung, sei es mit Keramik-Inlays, Kunststofffüllungen oder ähnlichen erfolgen.